willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein weiteres weihnachtliches Keksrezept. Und zwar backen wir heute leckere Nougat-Taler. Dafür als erstes einen Mürbeteig herstellen. 200 Gramm Mehl, 50 Gramm gemahlene Haselnüsse, 100 Gramm kalte Butter, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Ei, und eine Prise Salz in eine Rührschüssel geben und jetzt mit den Händen für 3 bis 4 Minuten verkneten, bis ihr einen geschmeidigen und glatten Mürbeteig erhaltet. Den Teig auf der Arbeitsfläche einmal halbieren. Die Arbeitsplatte dann leicht einmehlen und jetzt beide Teigstücke durch Rollen auf der Arbeitsfläche zu gleich langen und etwa 3 cm dicken Rollen formen. Die Teigrollen anschließend in Frischhaltefolie einwickeln und danach für etwa 45 bis 60 Minuten in den Kühlschrank legen. Dann die Teigrollen wieder aus dem Kühlschrank holen. Und jetzt mit einem Messer in ungefähr 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Die einzelnen Teigscheiben danach mit etwas Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech verteilen. Jetzt ein zweites Backpapier über die Kekse legen. Und mit einem Glas alle Kekse etwa 2 bis 3 mm dick flach drücken. Das Backpapier anschließend wieder abziehen und die Kekse bei 180 Grad im vorgeheizten Backofen für etwa 13 bis 15 Minuten backen. Anschließend herausholen und komplett auskühlen lassen. Während die Kekse auskühlen, können wir uns um die Nougatmasse kümmern, dafür einen kleinen Topf aufsetzen, 125 Gramm schnittfeste Nuss-Nougatmasse, darin bei niedriger Hitze, also Stufe 1 oder 2, unter ständigem Rühren zum Schmelzen bringen. Die geschmolzene Nuss-Nougat-Masse anschließend vom Herd ziehen und in einen Spritzbeutel oder eine Küchenspritze mit kleiner Lochtülle umfüllen und jetzt die Hälfte der ausgekühlten Kekse mittig mit einem kleinen Klecks der Nuss-Nougat-Masse bespritzen und danach einen zweiten Keks vorsichtig auf der Nougat-Masse andrücken. Das Ganze jetzt für die restlichen Kekse wiederholen. Und danach alle Kekse erstmal zur Seite stellen, damit die Nougatmasse fest werden kann. Währenddessen etwas Vollmilch oder Zartbitterschokolade über einem Wasserbad schmelzen und dann alle Nougat-Taler bis zur Hälfte in die geschmolzene Schokolade tauchen, etwas abtropfen lassen und danach auf einem Backpapier komplett aushärten lassen. Die fertigen Nougat-Taler sehen dann so aus. Hier die Nougat-Schicht wunderbar zu erkennen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.